Der perfekte Professor ist begeisterungsfähig. Er kann seine Studenten in der Vorlesung oder auch im persönlichen Gespräch mitziehen und für sein Fach begeistern. Problem in dieser Methode ist natürlich, dass ich nun nicht mehr der weise Mensch auf der großen Bühne des Wissens bin, denn das Wissen, das steckt nun im Internet. Die Leute fliehen hier vor Krieg und Hungersnöten. Und dann kommen sie hier in Europa an und sind kurz davor zu erfrieren, weil sie am Bahnhof keine Decken haben. Das muss es sein. Irgendetwas habe ich übersehen. Irgendetwas hat wieder nicht gestimmt. Dabei war das so ein netter, sympathischer junger Mann. Und so begabt. Ich bin ja mal gespannt auf den Neuen. Meister, der Neue. Oh, hervorragend. Danke, Igor. Kommen Sie mal her, kommen Sie mal her. Lassen Sie sich ansehen. Ja, danke, Professor Frankenheimer, dass Sie mich aufnehmen. Ich bin wirklich, das ist toll, das ist eine große Chance für mich. Ja, ja, bei mir sind schon viele junge Nachwuchswissenschaftler in Lehre gegangen, nicht wahr, Igor? Ja. So. Ja, herzlich willkommen zum Campus Magazin. Heute geht es bei uns um die wissenschaftliche Lehre, um Dozenten und Methoden, die einem den Stoff während dem Studium besonders gut vermitteln können. Und jeder war doch schon mal in einem Seminar, wo man dachte, alles ist perfekt. Ja, genau, darum geht es. Um Perfektionismus. Um etwas zu erschaffen, das noch nie da gewesen ist. Ich werde den perfekten Professor schaffen, ja. Aber was macht den überhaupt aus, den perfekten Professor? Das ist der Lebensraum einer besonderen Spezies. Irgendwo hier muss sie leben, an der Universität. Wo Studenten vor allem eines wollen: gute Lehre. Aber gute Lehre geht nicht ohne gute Professoren. Der perfekte Professor, der macht für mich eine interaktive Vorlesung. Aber dafür finde ich es auch wichtig, dass der Professor gewisse Dinge fordert. Der verknüpft Beispiele immer mit der Theorie, bringt Anwendungsbeispiele aus der Forschung. Wie soll er also sein, der perfekte Professor? Strenge Autorität oder eher Kumpeltyp? International erfahren oder regional verwurzelt? Mehr Herz oder mehr Verstand? Hier könnte einer zu finden sein, der das weiß. An der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Volkswirtschaftliche Fakultät, Spezialgebiet Experimentelle Ökonomie, arbeitet Martin Kocher. Der gebürtige Österreicher wurde für seine Lehre mehrfach ausgezeichnet und wird von den Studenten immer wieder mit Bestnoten bewertet. Für die persönliche Karriere ist die Forschung meistens wichtiger. Für mich ist es wichtig, einfach mit den jungen Leuten zusammenzuarbeiten und Spaß dran zu haben. Und das ist wahrscheinlich eine Persönlichkeitseigenschaft. Das kann man schwer beeinflussen, aber es macht mir meistens Spaß. Forschung und Lehre ist für alle Dozenten ein Spagat, bei dem man mit der Zeit manchmal ziemlich jonglieren muss. Martin Kocher schafft gute Bewertungen und ist als Forscher erfolgreich. Wie geht das? Die richtige Kombination aus Herz und Verstand, Hingabe für seine Studenten, ohne die eigene wissenschaftliche Entwicklung aus den Augen zu verlieren? Martin Kocher hat anscheinend die richtige Mischung erwischt. An seinem Institut geht es um Dynamik, wirtschaftliche Dynamik, um das Spiel des Lebens. Die Studenten sollen nicht nur Theorie büffeln, sondern im Spiellabor erfahren, was Wirtschaft bedeutet. Sie können dabei Geld verdienen. Dieses wird Ihnen im Anschluss an das Experiment privat und in bar ausbezahlt. Hier wird die Wirklichkeit simuliert. Heute geht es um den Aktienmarkt. Beobachtet vom Professor handeln die Studenten. Sie erzeugen Börsenblasen, gehen pleite oder machen richtig Reibach. Das didaktische Konzept Kochers, virtuell, aber mit realen Anreizen. Das Selbsterfahren ist, glaube ich, das Wichtigste, weil theoretisch das kennenzulernen ist einfach. Das machen wir dauernd im Hörsaal, in der Lehre, in den Seminaren. Aber mal erlebt zu haben, wie man da teilnimmt, ist, glaube ich, was anderes, als wie es theoretisch gesehen zu haben. Und natürlich wäre es ideal, das in der realen Welt machen zu können, aber man kann sich ja nicht gut in der Bank reinsetzen und im Handelsraum da sich breit machen. Es geht darum, Entscheidungen zu treffen.
Doch nach welchen Kriterien wählen Studenten ihre Professoren aus? In einem sind sich die meisten einig. Der perfekte Professor ist begeisterungsfähig. Er kann seine Studenten in der Vorlesung oder auch im persönlichen Gespräch mitziehen und für sein Fach begeistern. Dazu bedarf es Persönlichkeit und Neugierde für sein Fach und seine Studenten. Erst dann kann Begeisterungsfähigkeit entstehen. Das Rezept funktioniert über Landesgrenzen hinweg. Auch in Amsterdam, Brisbane oder Göteborg, wo Martin Kocher schon unterrichtet hat. Doch Lehre zieht auch Energie. Drum muss Martin Kocher in der Mittagspause immer wieder die Akkus aufladen. Der Sport als Ausgleich ist für mich relativ wichtig, einfach um abschalten zu können und auch mal nachdenken zu können. Aber man kann es aussuchen beim Laufen. Entweder man schaltet ab oder man denkt ein bisschen nach über die Lehre oder über die Forschung. Nicht abheben. Sich nicht zurückziehen in den Elfenbeinturm der Forschung. Das schätzen viele Studenten und dass man sich in den Studierenden hineinversetzt. Also dass man wirklich sich überlegt, okay, wie muss ich das alles darstellen, damit das verständlich ist, auch für Leute, die gerade noch am Anfang von ihrem Studium stehen. Sprich, Empathie. Die wohl wichtigste Eigenschaft für einen guten Lehrenden. Denn wer die Probleme der Studierenden erspüren, wer glaubwürdig auf sie eingehen kann, der kann auch in einer klassischen Vorlesung sehr viel bei seinen Zuhörern bewirken. Viele Leute glauben, dass ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse irgendwie der Nachwelt erhalten bleibt. Und nur ganz wenige unserer Erkenntnisse gehen wirklich in Lehrbücher ein. Die wirkliche Beeinflussung von mehreren Leuten läuft über die Lehre. Der Professor für die perfekte Lehre. Der, der einen brennen lässt für sein Fach. Er sieht für jeden Studenten etwas anders aus. Es gibt keine Musterbeschreibung. Und trotzdem sollte sich jeder Professor immer wieder hinterfragen, ob das, was er vermittelt, auch ankommt. Man muss einfach die Möglichkeiten und Fähigkeiten, die man hat, ausnutzen und versuchen, die möglichst gut rüberzubringen. Und man kann sie nicht verstellen. Und wenn man authentisch rüberkommt und begeisternd ist, dann glaube ich, ist man nahe dran, perfekt zu sein. Man kann es bis zu wissen Grad lernen, aber es ist auch ein bisschen Talent dabei, glaube ich. Etwas Talent und vor allem Spaß an der Lehre und der Arbeit mit den Studenten. Damit ist man jedenfalls schon auf einem guten Weg zum perfekten Professor. Wohlan. Ein leidenschaftliches Herz, das blendende Aussehen des schönen Elias, der lange Atem von James Bond und das Hirn von Igor! Wo ist denn schon wieder das Gehirn von Einstein? Hier, Meister. Ja, fehlt nur noch ein junger, attraktiver, sportlicher Körper. Professor Dr. Frankenheimer, ich habe zum Thema größenwahnsinnige Schöpfungsfantasien keine Vorlesung von Ihnen gefunden. Vorlesungen? Ja. Hören Sie mir doch auf mit diesem Schwachsinn von gestern. Die Zukunft gehört dem digitalen Fortschritt. Sehen Sie, mit Hilfe dieser Webkamera kann ich meine Forschungen in die ganze Welt senden. Und mit dieser Frankenheimer-Applikation können meine Abonnenten meine Experimente noch einmal online ansehen und an ihren Haustieren nachstellen. Ja. Ja, aber ich finde Vorlesungen schon ganz gut. Sich einfach berieseln lassen und zurücklehnen. Zurücklehnen? Die Zukunft der Universität gehört den innovativen Lehrmethoden. Und da sind die Studenten gefordert. Das Hochamt der Universität. Die Vorlesung. Der allwissende Professor predigt von der Kanzel. Die Studenten hören zu oder auch nicht. Dieselbe Leier seit Hunderten von Jahren. Gut, in der Medizin war die Sache schon immer ein bisschen anders. Mehr Handarbeit. Heute sieht Medizinstudium so aus. Im Simulationszentrum der TU München können Studenten den Ernstfall proben. Blockpraktikum Anästhesie. Ein bisschen aufgeregt bin ich, weil es muss alles relativ schnell gehen. Heute müssen Carolina Klaassen und ihre Kollegin einen Operationspatienten narkotisieren. Jeder ihrer Handgriffe wird genau überwacht von der Dozentin im Kontrollraum. Die Puppe registriert alles. Narkoseeinleitung, Intubieren, künstliche Beatmung. Erst läuft es ganz gut. Doch dann das. Die beiden haben ein Problem. Okay, geht's dir gut? Was mit dem Druck? Aber ist schon genügend, ja, ja. Oder? Ich würde jetzt mal den Oberarzt anrufen. Auf
Auch in anderen Fächern wie der Sprachwissenschaft geht der Trend zu mehr Interaktion. Dafür muss sich Johannes C. aber zuerst vorbereiten. Allein. Er nutzt eine Übungsplattform der Uni Marburg. Wenn das nur bei diesen Platten wirklich klicken, durchklicken und man denkt, man hat alles drauf, ich denke, das wäre zu unwissenschaftlich. Aber dabei bleibt es ja nicht, man wendet es ja dann noch an. Auch gerade dann in der Präsenzveranstaltung wird dann das auch angewendet, was man sich zu Hause eigenständig erarbeitet hat. Der Kurs heute? History of English, Evolution of Language. Alles auf Englisch. Der Lehramtsstudent liest, schreibt auf und schaut Videos. Also was wir hier sehen, ist ein Video, das ich selbst produziert habe in meinem Büro. Und das stellt die Evolution der menschlichen Sprache dar. Jürgen Handke, Professor für Anglistik, hat den renommierten Ars-Legendi-Preis für gute Lehre gewonnen. Für seine Videos hat er sein Büro in ein Studio umgebaut. Seine Vorlesungen stehen jetzt im Netz. Ich muss nicht mehr immer das wiederholen, was ich jahrzehntelang vor den Studierenden vorgetragen habe. Das Modell nennt sich Inverted oder Flipped Classroom. Erst die Vorbereitung und dann im Hörsaal die Übung. Handke geht mitten rein, diskutiert mit den Studenten. Tutoren helfen ihm dabei. Es ist körperlich anstrengend, weil wir natürlich die ganze Zeit in Bewegung sind und immer gucken, wo wir gebraucht werden. Und es ist natürlich auch eine kognitive Anstrengung, weil wir ständig andere Fragen beantworten müssen. Also das Standardprogramm jetzt abzuziehen geht nicht mehr. Ne? Man bereitet 10 Fragen vor und geht die schön nacheinander durch. Funktioniert nicht mehr. Da müssen wir auf alles vorbereitet sein jetzt. Wie etwa könnten die Neandertaler gesprochen haben? Welche Vokale, welche Konsonanten haben sie verwendet? Erfundene Sprache nach wissenschaftlichen Maßstäben. So that's your system. All right. Maybe you can imitate the sound you make when you're hungry. Yeah, like starting with an M. Das ist total zufriedenstellend. Und ich habe auch den Eindruck, die Studierenden mögen das auch. Manche mögen dann mal durchaus vielleicht auch mal ein bisschen genervt sein und sagen, ist der schon wieder da? Andere sind zum Teil enttäuscht, dass man nicht öfter vorbeikommt. Also ich denke, in einer regulären Vorlesung hätte man das eigentlich nie durchführen können, wenn man ohne jegliches Wissen hier vorne von vornherein eingestiegen wäre. Um es zu lernen, um es zu festigen, da braucht man schon die Praxis und den Austausch mit anderen Studierenden. Ansonsten ist es plattes Wissen und man kann nichts damit anfangen. Zurück im Simulationszentrum in München. Der Patient lebt. Pascal Berberat ist Professor für Medizindidaktik. Simulation sei ein großer Trend, aber Simulation ist nur ein Mittel zum Zweck. Wenn Simulation zum Selbstzweck wird, ist sie sogar schädlich. Also wir müssen immer sehen, was ist unser Ziel. Unser Ziel ist, die Studierenden ans Krankenbett zu kriegen und dort mit richtigen Patienten zu interagieren. Simulation heißt aber auch, man kann Fehler machen. Und soll, um zu lernen. Fehler passieren. Auch in der Praxis, sagt die Dozentin und Assistenzärztin Clara Steinmüller. Im Endeffekt habt ihr genau das gemacht, was auch in der Realität passiert. Die Narkoseeinleitung an sich, sowas macht man ja jetzt als Student nicht ständig oder eigentlich fast nie. Und das bleibt einfach viel besser im Gedächtnis, weil man das einmal wirklich gemacht hat. Genau, und auch von diesen Fehlern lernt man unglaublich viel. Zum Beispiel, als wir dieses Medikament für den Blutdruck gegeben haben, dann ist der Blutdruck nicht sofort angestiegen. Und dann lernt man, das braucht einfach seine Zeit. Die klassische Vorlesung hat eine lange, stolze Tradition und wird auch weiterhin ihren Platz an der Uni haben. Die Zukunft der Lehre aber, die sieht anders aus. Kommen Sie. Sie haben es gerade eben gehört, Interaktion. Jetzt legen Sie sich mal hier hin, da können Sie das Forschungsprojekt am eigenen Leib miterleben. Ich dachte, wir machen eine Simulation. Wir tun so, als ob. Der moderne Student muss bereit sein, sich selbst mehr einzubringen. Ich glaube, das möchte ich nicht. Das geht mir jetzt doch ein bisschen zu weit. Ach, kommen Sie. Haben Sie sich nicht so. Jetzt sind Taten gefragt. Voller Körpereinsatz und Opferbereitschaft. Ja, Hilfsbereitschaft und persönliches Engagement zeigen viele Studenten ja auch außerhalb der Uni. In der Flüchtlingskrise. Eva Jablonski in Aktion. Eigentlich schreibt sie gerade ihre Zulassungsarbeit. Sie studiert Lehramt in Passau. Montags und freitags ist sie aber meistens hier, am Passauer Hauptbahnhof. Fast 1000 Flüchtlinge kommen hier jeden Tag an und sind auf die freiwilligen Helfer angewiesen.
Allein schon, dass die Leute dankbar sind, das gibt einem das Gefühl, man macht wirklich das Richtige. Und für mich ist es halt mittlerweile so ein Stück vom Alltag auch geworden. Ja, bevor ich jetzt 3 Stunden zu Hause vor dem Fernseher sitze, bin ich halt lieber hier. Was sie von Berichten über die Flüchtlingskrise halten sollte, wusste Eva lange nicht. Sie wollte sich ihr eigenes Bild machen und war beeindruckt. Dass die Leute alles aufgeben, damit sie hierher kommen können. Man ist eigentlich froh, dass man doch so viel hat, also ein Dach über dem Kopf, genug zu essen. Medien berichten viel von der Überlastung der Helfer oder von Freiwilligen kurz vorm Zusammenbruch. Für Eva Panikmache. Wir haben Tage, klar, da ist es stressig, weil viele Leute kommen und weil wir ständig beschäftigt sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich abends nach Hause komme und mir denke, ich gehe nie wieder hin, weil es war furchtbar. Viele der Flüchtlinge sind seit Wochen unterwegs. Sie haben Hunger und sind erschöpft. Eva und die anderen Helfer versorgen sie mit Essen, doch die Nächte werden kälter. Eva hat eine Befürchtung. Die Decken könnten nicht reichen. Wir haben jetzt ungefähr 50, 150 brauchen wir Minimum. Also da müssen wir noch mal mit der Bundespolizei sprechen, ob die uns eventuell noch Decken zur Verfügung stellen können. Auch Unidozentin Dorothea Will und Student Marco Ziegaus engagieren sich für Flüchtlinge. Gemeinsam mit anderen haben sie die Webseite Passau verbindet gegründet. Dort können sich Helfer für Schichten eintragen, damit sie wissen, wo sie wirklich gebraucht werden. Wenn kurzfristig Unterstützung fehlt, bekommen rund 1000 registrierte Helfer eine Alarm-SMS. Statt Krisenszenario strukturierte Hilfe. Weil wir quasi die Leute, die ihnen helfen wollen, an die richtige Stelle bringen. Und auch die Informationen, die wir quasi über die Situation vor Ort haben, am Bahnhof oder an den Grenzübergängen, dass wir die quasi an die Passau-Bevölkerung weitergeben und dadurch eben auch mehr Hilfsbereitschaft sogar noch entsteht. Die kommt gerade auch von Studenten. Sie machen rund 1/3 der Passauer Helfer aus. Eine von ihnen ist Deborah Metzlaff. Sie koordiniert die Hilfe in einer Notunterkunft, einer alten Passauer Fabrikhalle. Piktogramme sollen Flüchtlingen bei der Orientierung helfen. Hier haben wir für die Spielecke eine Idee, ja? Das ist perfekt. Ja? Vor allem der Teddybär. Ja. Schön. Auch Debbie findet das Netzwerk von Passau verbindet extrem wichtig. Dadurch steht halt kein Helfer unnütz rum, sondern jeder kann seine Zeit genauso einteilen. Und wir haben halt auch Zeit, uns mit den Flüchtlingen zu beschäftigen, uns mit den Kindern in die Kinderspielecke zu begeben. Debbie ist jeden Tag hier. Ein anstrengender Studentenjob. Und das für lau. Trotzdem bekommt sie viel zurück, findet sie. Letzte Woche wollte ich einem Kind einfach nur einen Marker aufs Armband schreiben und die Kleine ist strahlend auf mich zugelaufen und hat mich einfach nur umarmt. Ich war eigentlich der glücklichste Mensch auf Erden in dem Moment. Zurück am Passauer Hauptbahnhof. Bis spät in die Nacht kommen immer mehr Menschen an. Das Zelt hat sich bis auf den letzten Platz gefüllt. Es geht eng zu. Dolmetscher sind da, um die Situation zu klären. Selten kommt es zu Spannungen. Ich habe nur gehört, dass einer geschrien hat. Und dann sind anscheinend alle aufgesprungen und dann war kurz irgendwie so ein bisschen hier, ja, jetzt fällt zum Beispiel eine Bank um, ne? Und dann, ja, aber es hat sich dann anscheinend schnell wieder beruhigt. Eines ist Eva jetzt schon klar. Für so viele Menschen werden die Decken nicht reichen. Sie sucht sich Hilfe. Wenn es so ist wie letzte Nacht, dass wir wieder 80 bis 100 Personen haben, die hier übernachten müssen, dann wird uns das zu wenig. Was brauchen wir Decken? Genau. 400 für die 210. Ja, soweit verstanden. Wenn es geklärt ist, bitte um kurze Antwort. Danke. Die Bundespolizei kann heute aushelfen. Doch die kalte Jahreszeit hat gerade erst begonnen. Das ist so im Moment die größte Angst, die wir, glaube ich, alle haben, wenn wirklich jetzt ein früher Schnee- und Wintereinbruch kommt. Ja. So sind die Passauer Studenten sicher auch in den nächsten Monaten als Flüchtlingshelfer gefordert. Das hätte ich fast vergessen. Leb! Kuchen. Oh, sensationell. Ja, eine kinderleichte Fingerübung. Mm. Oh, wie lecker die sind und so knusprig. Ja, ja, nur zu. Ich werde mir ganz schummrig und...
Das ist ein altes Rezept meiner Großmutter. Ja? Nicht unbedingt zum Nachmachen zu empfehlen. Ganz im Gegensatz zu unserem Ausflug in die kanadische Küche. Ich heiße Emma und ich komme aus Kanada. Ich studiere Geschichte, aber im Moment arbeite ich als Au-pair. Heute koche ich Lachsfilet mit Ahornsirup und Orangen, Maple Orange Salmon. Und ich mache auch ein Blaubeeren-Dessert, Blueberry Crisp. In Kanada gibt es viele Kulturen und viele Traditionen. Kanadisches Essen ist sehr oft von europäischem Essen inspiriert, aber Lachs und Blaubeeren sind sehr typisch. Ich gehe jetzt zum Markt und ich kaufe frische Zutaten für mein Rezept. Eine unbehandelte Zitrone, Ahornsirup und frischer Lachs. Das sind die wichtigsten Zutaten für Emmas Hauptgericht. Ich wiege das ab. Ein Stück Lachs. Das Stück für? Perfekt. Am Obststand findet sie Orangen für die Marinade und Blaubeeren für die Nachspeise. Insgesamt 42 Euro gibt sie dafür aus. Emma betreut in ihrer Gastfamilie den 6-jährigen Niklas und die 9-jährige Carolina. Heute will sie ihnen zeigen, was sie in ihrer Heimatstadt Ottawa am liebsten isst. Maple and Orange Salmon. Dafür braucht man Ahornsirup, frischen Orangensaft, Sojasauce, geriebene Orangenschale und Lachsfilet. I cannot move, I cannot speak. Zuerst bereitet Emma eine Marinade aus gepresstem Orangensaft, Ahornsirup und Sojasauce. Mit der geriebenen Orangenschale reibt sie die Lachsfilets ein und legt sie dann in die Marinade. Emmas Tipp: Damit der Lachs die Aromen der Marinade gut annimmt, soll er mindestens eine Stunde darin ruhen. Emma nutzt die Zeit, um ein bisschen mit den Kindern zu spielen. Eine Stunde später. Reis passt am besten zum Lachs. Erst wenn das Öl erhitzt ist, kommt der Fisch in die Pfanne. Mein Tipp: Gieß den Marinade über den Fisch. Ich brauche den Fisch 5 Minuten auf jeder Seite und der Reis kocht 20 Minuten. Jetzt ist der Lachs fertig. Maple Orange Salmon ist eines der beliebtesten Gerichte in Kanada. Die Ahorn-Orangen-Marinade rundet den saftig frischen Geschmack noch ab. Das Wichtigste für die Nachspeise sind die frischen Heidelbeeren. Aber auch noch einige andere Zutaten, wie zum Beispiel Haferflocken. Zuerst mische ich Blaubeeren mit Zucker, Maisstärke und Zitronensaft. Ich mixe Haferflocken, Mehl, braune Zucker, Salz, Zimt und Butter und lege alles über die Blaubeeren in eine Backform. 20 Minuten soll das Blaubeer-Crisp nun bei 180 Grad backen. Den Lachs können Sie dabei schon essen. Ob das unbekannte Gericht den Kindern schmeckt? Yummy. What is that? Maple syrup and oranges. Can you taste the oranges? Mm-hmm. The oranges are really sweet. Yeah. Mm-hmm. How do you like it? It's really good. Good. Yeah. The fish is good. Yeah, okay. Die heiße Blaubeernachspeise kommt frisch aus dem Ofen. Dazu passt am besten Eis. What we
ist your favorite food in Kanada? Hm? Well, I always like fish. Fish? Mhm. Me too. Ja. Und jetzt noch etwas hiervon. So, und jetzt der vitalisierende Strom. Lebt! Es lebt! Es lebt! Ich habe professorales Leben geschaffen. Ich bin Schöpfer einer perfekten Kreatur. Garantiert prüfungsrelevant. Vielleicht gibt's da noch einen kleinen Konstruktionsfehler. Ich kann mir das irgendwie gar nicht erklären, sonst anders. Muss dozieren. Das war's schon wieder vom Campus Magazin. Ihr könnt wie immer alle Beiträge und viele Informationen auf unserer Homepage finden. Aber, mein lieber Max, beruhige dich. Lass mich runter. Ich bin eine Respektsperson. Ich bin immerhin Professor. Weißt du nicht, was ich gehört? An alle, die wie diese Kreatur nicht wissen, wie man mit seinem Professor umzugehen hat, denen empfehle ich etwas Benimm und den vierten Teil unseres Studentenknigges. Und jetzt lass mich runter! Ich bin Professor Frankenheimer! Campus Magazin präsentiert Professor Benimms Studentenknigge. Heute der richtige Umgang mit Professoren. Regel Nummer 1. Finde die richtige Distanz. Du kannst ihn ganz gut leiden. Du solltest es dennoch vermeiden, gilt's den Professor zu begrüßen, zu viel Abstand einzubüßen. Der Hammer! Ja, richtig smooth, richtig hier smooth. Die Chapos wissen nicht, der Babo ist. Du bist der Babo! Du bist der Kingman! Du bist der Kingman! Regel Nummer 2. Treffe den richtigen Ton. Ein Schreiben an den Professor richtet sich nach der Funktion, besticht durch Kürze, Prägnanz und Präzision und nicht durch arg gestelzten Plauderton. Sehr verehrter Herr Professor Dr. Gut erinnere ich mich an unser erstes Zusammentreffen. Ich saß in Reihe 7 und Sie schienen so unendlich. Als wir das letzte Mal darüber disputierten und Sie mir sich ein feines Lächeln um Ihre Mundwinkel zog. In diesem Sinne, voller Verehrung und Hochachtung, schließe ich mit meiner Frage. Wann ist nächste Woche Ihre Sprechstunde? Wer auf moderne Postversendungswege ist versessen, sollte eine gewählte Ausdrucksweise nicht vergessen. Vorlesung letzten Donnerstag war der Hammer und geil. Sprechstunde Montag war ich too late wegen Scheißwetter. Lass morgen talken. See you. Liebe Grüße, Max Bayer. Ja. Regel Nummer 3. Zeige dich. Der Professor hat es schwer, dich zu bemerken im Studentenheer. Das Individuum wird kaum vernommen. Nur wer sich was einfallen lässt, wird wahrgenommen. Beispielsweise. Gestanden, Max Bayer, drittes Semester Elektrochemie. Regel Nummer 4. Finde Gehör. Hast du es dann endlich ins Büro geschafft, bemühe dich mit ganzer Kraft, nur das Beste von dir zu zeigen und die Gelegenheit nicht zu vergeigen. Bitte, 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 bitte. Ich brauch nur eine Note, besser nur eine. Bitte, bitte. Okay, ich leg 2-mal Autowaschen und 3-mal Rasenmähen drauf, okay? Ich habe einen großen Bruder, ja? Der macht dich fertig. Und nicht zu vernachlässigen, der richtige Umgang mit Professorinnen. Hey Baby, soll ich dir meinen Propedeutikum zeigen?